Wir sind da im Dorf Hohenau im Naturpark Almenland. Wir haben 2014 haben wir die Aronia gepflanzt und wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, wo wir nebenbei auch Almerhaltung haben und ein bisschen Wald haben wir noch. Die hier verarbeiteten Aronia sind eine absolute Spezialität. Man spricht von einer Wunderbeere. Die Aronia fühlt sich sehr wohl, wenn es ein bisschen kühler ist. Und da passt das Naturpark Almenland-Klima sehr gut dafür. Der Naturpark ist die ideale Gegend für die alte Frucht, die in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt wurde. Hier gedeiht sie seit dem Jahr 2014 und die Ernten sind gut. Die Aronia hat sehr gute Inhaltsstoffe und das Wesentliche dabei bei der Aronia ist, dass sie sehr viele Farbstoffe hat, sehr viele intensive Farbstoffe hat, das ist das Rot. Und mit diesen Farbstoffen kann die Aronia-Beere sich selber auch schützen vor äußeren Umwelteinflüssen, sei es jetzt die Sonne oder der Wind oder Schädlinge. Und diese Stoffe können wir in unserem Körper auch aufnehmen und dadurch kann sich unser Körper vor schädigenden Einflüssen schützen. Die Beeren fördern das Wohlergehen und wenn die Sonne sie fertig gereift hat, schmecken sie auch einzigartig. Die Aronia ist eine sehr vielfältige Frucht. Man kann sehr viel damit machen. Angefangen vom Ursaft, das ist der reine Presssaft, wo die Beeren nur gepresst werden, es kommen keine Zutaten dazu. Dann hin zum Sirup, wo Zucker dabei ist, man kann Marmelade draus machen. Und alle Produkte zeichnet der besondere herb-süß-säuerliche Geschmack der Wunderbeere aus. Die beste Grundlage für köstliche Rezepte. Dass bei den vielfältigen Produkten der Familie Ponsold ausschließlich Aronia-Beeren aus dem Almenland verwendet werden, ist Ehrensache. Der Geschmack der Aronia-Beere oder auch des Ursaftes ist sehr herb, sogar gern sehr pelzig dazu. Das ist dann der Geschmack, wenn das so ein bisschen zieht im Mund drinnen. Aber er ist auch sehr fruchtig, ein bisschen säuerlich, aber auch süßlich. Ein breites Sortiment zum Kennenlernen und Genießen. Roter Tee mit Beerenkraft, Aronia-Pulver oder die Veredelung zu Likörschokolade. Es gibt zahllose Möglichkeiten, die köstliche, auch als Apfelbeere bekannte Frucht zu verwenden. Vorzugsweise für Süßspeisen. Aber man kann sie auch bekannt verwenden. Ich habe ja jetzt vor kurzem einen Aronia-Aufstrich gemacht, wo ich das Aronia-Pulver dazu gebe. Und es ergibt eine wunderbare rosa Farbe, aber ist trotzdem was Bekanntes. Der Fantasie in der Zubereitung sind kaum Grenzen gesetzt. Und es ist ein gutes Gefühl, geschmacklich reizvolle Kreationen im Bewusstsein herzustellen, damit auch dem Körper etwas Gutes zu tun. Mit ihren Aronia-Produkten leistet die Familie Ponsold zweifellos einen wesentlichen Beitrag zur verdienten Renaissance der Wunderbeere, von der bis hin zum Dresdner wirklich alles verwendet werden kann. Und die übrigens hervorragend auch zu anderen Obstsorten passt. Wie köstlich diese Beere schmeckt, haben im Almenland schon viele Gäste entdeckt. Große und kleine Genießer. Und für alle, die noch nicht zu den Aronia-Fans gehören, hat Hermine Ponsold hier einen naheliegenden Tipp. Ihr solltet die Aronia-Beere wirklich einmal probieren.